bitte zuhören! Er ist nicht der Messias! Er ist nichts weiter als ein unartiger Bengel! Und jetzt verpisst euch! Metall, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen vor den Empfangsgeräten und Empfangsgerätinnen. Ja, gut, versammelt gerade mal. Ja, wir wollen jetzt zum Vogelhaus und ja, warum sollte ich das erklären mit dem Vogelhaus? Ja, es gab da mal eine Kontroverse oder besser gesagt einen Streit mit gewissen Leuten und dabei spielte der Begriff Vogelhaus eine gewisse Rolle. Ich will das nicht wieder aufflammen lassen, nicht weil ich unbedingt keinen Bock drauf hätte, sondern der liebe Herr Kittenkurmler würde es sehr, sehr schlecht finden, wenn dieser Konflikt wieder aufflammen würde. Und warum denn auch? Ich bin doch ein friedlicher, ich bin doch ein lieber, ich bin doch ein ganz kuscheliger, lieber Streunerkater, wie mich eine liebe Frau nennt. Der Teufel soll sie holen. Ja, okay, das hier ist der Vogelhausturm also. Ja, zu solchen Sachen gibt es auch Einträge. Vogelhausturm, ja. Tagebuch. Ich habe jetzt keinen Bock vorzulesen. Ich hätte mich beinahe wieder verbrannt. Habe ich mich verbrannt? Ja, wahrscheinlich. So, ja, natürlich. Och, was mit dir passiert? Du siehst gut eingeparkt aus, Kollege. Wo ist jetzt die andere Truhe? Ich will sie alle haben. Alle Truhen sollen mein sein. Da. Ach, da hinten. Das muss einem doch einer sagen. Ja, und wo ich schon längst, mit welchem Thema ich schon längst anfangen wollte. Für diejenigen, die nicht, für diejenigen, die nicht wissen. Ruhe. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, wenn ich sage, meine Radtour im Juni. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt die Zeit, das zu erklären. Ich gehe mal... ich weiß nicht. Soll ich erstmal vielleicht den Funkturm hier machen? Wäre ja eigentlich mal eine ganz nice Sache. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das hassen, wenn ich das sage, weil... Ja, da? Metal-Leute, sag ich nur. Okay, ich mache das, glaube ich, mal zu Fuß. Alter, muss dieses Voice-Bombing immer passieren? Es nervt so sehr. Ja, für diejenigen, diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist mit Fahrradtour im Juni. Ich werde im Juni ein paar Freunde in Regensburg, eigentlich so, wo meine größte, in Anführungsstrichen, Fanbase ist, die ist nämlich in Regensburg und Umgebung und auch anderen Teilen Bayerns, komischerweise die Bayou-Waren scheinen meinen Stil sehr zu mögen. Ich kann mir das sonst nicht erklären. Das ist wirklich... aus Norddeutschland gibt es kaum... oder die Norddeutschen melden sich hier einfach nicht. Und auch sonst nicht. Aber es scheint fast keine Norddeutschen und in der Mitte Deutschland lebenden Zuschauer meiner Let's Plays zu geben. Ich mache jetzt nicht die Prüfung der Radgeats, während hier noch alles unerkundet ist. Sondern nahezu alle Zuschauer, von denen ich weiß, kommen aus Bayern oder aus Österreich. Also im Süden scheint man mich eher zu mögen. Dann ziehe ich da doch hin. Ja, habe ich tatsächlich schon überlegt, ob ich vielleicht ganz einfach mal die Gegend wechsle. Ich komme ja gebürtig auch nicht von hier aus dem Norden, sondern ja, meine Vorfahren schon, aber ich nicht. Ja, und im Juni werde ich halt gute Freunde und auch gleichzeitig Zuschauer meines Kanals in Regensburg besuchen, weil da bestimmte Feierlichkeiten sind und die Jungs mich da einfach haben wollen. Finde ich gut. Ich kann es mir zwar kaum erklären. Achso, das sind rote Bienenkörbe, die da rumblinken. Oh, hier scheint es wieder eine Abgabeaufgabe zu geben. Abgabeaufgabe, das hört sich an. So. Ja, jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder mal übelst klettern. Eieiei, ich höre da einen Motor aufjaulen.
Ja, bin mal gespannt, wie schwierig der wird. Der letzte war ja einigermaßen... Nee, der einer der letzten. Wisst ihr noch? Der, wo ich eine Folge dran gebraucht habe. Ich sollte auch gleich gucken. Kisten scheinen hier nicht zu sein. Warte mal. Ich glaube, die werden erst aufgedeckt, wenn ich den Turm aktiviert habe. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Pro-Gamer. Nee, und ich meine das auch ganz und gar nicht, jetzt komme ich schon wieder von einem Thema aufs andere, ich meine das auch gar nicht böse, wenn ich halt darauf hinweise, dass ich kein Pro-Gamer bin, sondern das ist eher ein Hinweis, damit ihr euch gar nicht erst die Mühe macht, mich zu einem zu machen. Das wird nicht passieren. It will not happen. Schaffe ich das? Boah, ach, Digga. Oh, nö, der hat schon was. Ich glaube, es gibt hier noch einen, mindestens einen krasseren. Ich habe da irgendwie so einen Verdacht. Ja, so. Ich konzentriere mich erstmal, dann erzähle ich weiter über Regensburg. Und, ja. Eigentlich sollte ich es ja nicht erzählen, weil, nicht weil es mir verboten ist, sondern weil, ja, ich schon eigentlich, so, glaube ich, alles darüber erzählt habe und ich finde es immer irgendwie ein bisschen, dass ich mich selbst herabwürdige, wenn ich Dinge doppelt erzähle, weil normalerweise, wenn Menschen vor einem Respekt haben, sollte man nicht alles doppelt erzählen müssen. Komisch, ja. So, wir gucken uns mal um. Was gibt es denn hier in der Gegend? Ja, die Rakyat-Prüfung. Könnte man auch mal machen. Wir sollten ein paar Rakyat-Prüfungen machen, weil man hat ja gesehen, wir kriegen auch ein paar Sachen dafür. Also nicht nur Ocken und so. Und nicht nur die Ehre. So. Ehre, Bruder. Funkturm aktiviert. 10 von 18. Wir sind über die Hälfte schon. Alter, wenn ich mal wüsste, wo diese Leine jetzt ist. Ist sie hier? Nein, das ist sie nicht. Wo ist die Leine? Ich bin momentan mal wieder leicht von der... Hä? Ich bin mal wieder leicht von der Höhenangst getriggert hier. Muss ich hier nach vorne gehen und dann... Alter, ich will hier nicht runterspringen. So, ah doch. So. Der dürfte mir eigentlich nichts tun. Bär, greift ihn mal an. Alter, was ist hier los? Heilspritze rein. Schnell. Boah, sind das viele. Diggis, kommt mal rein hier. Jetzt stehen die alle da draußen rum. Kacke! Oh, Fähigkeitenpunkt erhalten. Na komm. Schnapp ihn, los! Ja, mach mal. Schnappi. Wow, nicht doch. Oh. Schnell! Alter! Wow! Der... Alter! So, nach... Digga, was ist gerade los? Ich habe, glaube ich, gerade einen Tiefpunkt erreicht. Was war das denn für ein Kampf jetzt hier? Das war ja gar nicht erwartet. Ja, hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kugeln da, ja. Ja, nee.
Also nicht böse gemeint. Es ist so, ich erzähle halt nicht gerne Doppeldinge. Ja, aber trotzdem. Erkläre ich gerne, was ich schon mal erklärt habe. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin momentan gerade... lass mich mal sehen. In welcher Umgebung sind wir hier? Ach, Alter. Ja, wir sind hier im roten Bereich. Das ist irgendwie nicht gut für... Na, weiß Bescheid. Okay. Nee, ich mache jetzt... Ich mache jetzt diese Auslieferungsfahrt hier nicht. Stattdessen begeben wir uns mal zu diesem Relikt und danach zum Affenkopf. Da bin ich mal gespannt. Also ich erinnere mich nicht an Hurk. Wer zum Geier ist Hurk? Vor allen Dingen, er machte einen leicht verwirrten Eindruck irgendwie während des Telefonats. Also, ich hatte ja vor, zuerst nach Regensburg entweder mit der Bahn oder dann habe ich gesehen, wie die Preise sind. Dann per Anhalter habe ich gedacht, mache ich das so. Huch. Bär im Büro. Lass uns mal nochmal. Wir sollten vielleicht bald mal wieder welche nachtanken, also herstellen. Ja, und da habe ich gesehen, so, ist das teuer und so weiter und so fort. Und anfänglich hatte ich auch gar keine Ahnung, wo ich untergebracht sein könnte. Also ich dachte dann irgendwie Jugendherberge oder irgendeine billige Unterkunft. Jetzt inzwischen weiß ich, dass ich beim Herrn Kittenkrummler unterkommen kann. Oh, halt mal. Ich habe keine mehr von diesen Spritzen. Ja. Doch, die nehmen wir jetzt mal. Die Stinktierspritze. Danke, Herr Hinweisgeber. Ich werd das Ihnen nie vergessen. Ich nehme mal zwei. So, und dann brauchen wir noch Medizin. Ja, ich mach mal. Lieber gleich. So. Ach, der Huster wird mich mal wieder glücklich machen. Warte. Na, du Kack. Wunderschön. Okay. Ja, also die Spritze ist an sich ganz interessant. Also danke, Herr Hinweisgeber. Du brauchst wirklich Hinweisgeber. Hey, 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 Honk, wo ist denn das? Da ist noch eine Kiste. Ho, Honk. Wo ist denn der Honk? da in der Ecke. Alles klar. Wie viel haben wir jetzt? 32 von 120. Na, way to go, Digga. Kann man dieses Geräusch aufhören? So. Ja, als nächstes nehmen wir mal das hier. Ja, ich weiß nicht. Oder warte mal. Hier oben sind ja auch noch welche. Messer werfen. Ich hasse Messer werfen, Leute. Nee, das mache ich nicht. Ja, wahrscheinlich ist es ganz einfach, wenn man erstmal irgendwie den Dreh raus hat. Ich meine, ist ja bei allen Spielen so. Aber ich will jetzt nicht schon wieder vom Thema abkommen. Also, ich dachte zuerst so von wegen, ja, wie ich untergebracht werde. Aber, also, ich dachte am Anfang auch allgemein, mache ich das überhaupt, so eine Reise nach Regensburg? Ich meine, ich bin ja nun selbstständig tätig und habe deswegen nicht unbedingt besonders viel Zeit. Ja, neulich meinte auch jemand so von wegen beantragt doch Hartz IV. Verdienst ja sowieso nicht unbedingt viel mehr. A point. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Entschuldigung, das musste ich jetzt mal wegschneiden, weil ich habe mich echt angehört wie... Ja, räuspern, ne? Gut. Warte mal, ich muss mal was trinken. So, wo bin ich da? Muss ich hin? Nein, Messer werfen wird wahrscheinlich das sein, was ich am wenigsten mache in diesem Spiel. Und Poker? Ich habe keine Ahnung, wie man Poker spielt.
Das einzige Kartenspiel, was ich kann, ist 17 und 4. Ist da blöd? Nein. Hat mich einfach nur nie interessiert. Dafür spiele ich wahrscheinlich besser Billard als du, wenn du nicht gerade besonders toll bist drin. Ist das ein Laden? Können wir gebrauchen. Ding. Moment. Emma, holen wir uns diese Kiste. Ich höre schon wieder den Bären. Was mich daran erinnert, ich könnte mir gleich noch mal eine Springtierspritze. Eine Springtier. Was soll das denn sein? Eine Stinktierspritze. Leck mich. Ne, hier ist kein Laden. Warum ist denn hier kein Laden drin, ne? Was für ein alter Computer hier? Oh mein Gott. Geht schon wieder ab da draußen. Hier draußen ist voll die Randale am Abgehen. Boah, ich mach mich mal lieber weg, ey. Ich habe jetzt keinen Bock auf Kampf. Ja, also ich dachte am Anfang so, von wegen mache ich das. Hab ja eigentlich keine Zeit irgendwie, um in der Weltgeschichte rumzureisen. Dumm genug. Weil Reisen ist schön und macht Spaß. Alter, guck mal, was da ist. Schon wieder ein Tiger. Ja, die Tiere liegen hier wahrscheinlich nicht von alleine tot rum. Aber vielleicht sind hier auch einfach nur ein paar Piraten rübergefahren. Warte mal. Ihr Kackviecher, warte mal. Boah, hier, die haben hier Rackplatz gemacht. Okay. Schnell, ehe die Spritze aufhört zu wirken. Ach so, ich habe gedacht, das ist ein Tiger. Dann sind das nur solche Kackhunde, ey. Das sind aber... Ach, das sind diese tasmanischen Tiger-Dinger. Okay, ja. Wundert mich übrigens... Style. Na, Rakyat-Style. Nein, ich will meine Waffe nicht weglegen. Also, noch 4 Sekunden oder so. Ah, nein! Das ist mal eine scheiß Gaming Mechanik, ne? Also, dass man mit der gleichen Taste aufsammelt. Ich weiß nicht, kann man das umstellen? So, ich wollte eigentlich eine Beutekiste von da unten holen, wo ich hoffentlich ohne mich zu töten runterkomme. Ja, hat funktioniert. Okay, alles klar. So, einmal die Beutekiste. Scheiß Köter. Ich hasse die. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt mir noch eine Stinktierspritze reinfahren. Das könnte ich vielleicht sogar mal machen. Aber es kostet immer alles Zeit. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann entschlossen, weil halt die Kollegen aus welchem Grunde auch immer sie mich gerne bei sich haben wollen. Finde es natürlich toll. Weil sie halt dann doch das so gerne möchten, dass ich dabei bin. Habe ich gesagt, alles klar, machen wir das. Aber war immer noch die Frage, wie komme ich da überhaupt hin nach Regensburg, ne? Ist ja nun eine gewisse Ecke von Hamburg entfernt. Von Burg zu Burg heißt so, ist sozusagen der Arbeitstitel der Reise von Burg zu Burg, also von Hamburg nach Regensburg und wieder zurück. Und ich dachte halt so von wegen, wie mache ich das? So. Ja, und wie gesagt, zuerst habe ich gedacht, Bahn, vielleicht mit einem Flixbus, mit dem man sich auf die Seite legt. Also ein Kram. Und dann dachte ich halt an Trampen. Per Anhalter fahren. Habe ich früher oft gemacht. Und also wenn du das jetzt hier doppelt hörst, tut mir leid, aber
Einige Aspekte sind vielleicht auch noch gar nicht erklärt worden. Was ist das hier? Ach so, moin, du bist das. Bist du cool? Hey, ich bin Jason. Suchst du nach mir? Wunderbar, Herc. Ist das eine Abkürzung für Herkules oder so? Nee, Mann, meine Eltern waren Pazifisten. Oh, scheiße. Oh, nein, nein, nein. Was ist denn los? Wo ist Coco, Mann? Wegen dir habe ich Coco verloren. Wer ist Coco? Wer? Coco, Makakenäffchen, ungefähr so groß, trägt eine Weste. Mit etwa einem Pfund C4 drin. Du bewaffnest einen Affen mit C4? Die Navy tat's mit Delfinen. Die Russen taten es mit Hunden während des Zweiten Weltkriegs. Haben's aber verkackt. Hatten keine deutschen Panzer zum Üben. Also brachten sie ihn bei, unter die eigenen Panzer zu kriechen. Witzig, oder? Und du machst dasselbe mit Affen? Oh, na, ich hab gedacht, ich überlasse Coco die Drecksarbeit, aber das war wohl nichts, hm? Ich muss das entschärfen. Den Sprengstoff? Nein, ich meine Coco. Wenn er bei den anderen Äffchen explodiert, bekommen die Kerlchen das Schiss. Die Lunte brennt! Vaya con Dios, kleiner Freund. Nein! Warte, da ist er ja! Oh Mann, er hat wohl die Weste ausgezogen. Das ist wunderbar. Also, ich habe jedenfalls Arbeit für dich. Ja, die Piraten haben Diamanten aus dem Bowersico-Konflikt bekommen, doch unsere Rebellenfreunde brauchen sie dringender, korrekt? Ja, Irakier könnten sie gegen Vorräte tauschen. Ich habe bereits Snowflake und Bubbles 2 rausgeschickt, aber sie werden vermisst. Das war mir klar. Also musst du in diesen alten Tempel und dir die Diamanten schnappen. Okay, wir haben eine neue Aufgabe. Das ist ein Makakenäffchen. Der kann Makaken. Also, Entschuldigung. Nee, aber die Story, Herr Kittenkurmler, wenn Sie das sehen, die Story eben, die der gute Mann hier erzählt hat, macht bitte den lieben Tobi drauf aufmerksam. Der wird das lieben.